Also gut. Also basically, wir haben gemerkt, dass das Spiel jetzt vorbei ist an sich. Also jetzt ist Free for All, könnte man so sagen. Mein Favorite. Ihr habt also das Merkerei nicht. Naja. Naja. Ich meine, was würde passieren, wenn ich jetzt die Batterie nochmal einlege? Zeigt er mir den. Nee, er zeigt mir eine neue Insel an. Ja, man kann dann immer wieder, sag ich mal, solche Dinger finden und dann immer nochmal dieselbe. Da ist halt ein bisschen Loot drin, aber die Arbeit, die du dafür auf dich nehmen musst, ist ganz schön heftig. Ich würde noch sagen, wir spielen das Spiel noch so ein oder zwei Streams weiter und dann. Ja, und ich glaube, dann haben wir wirklich alles ausgekotzt, was alles auskotzbar ist. Ja. Ich baue mir noch so ein bisschen hier Zeug zusammen. Ich werde So, dafür ja. sorgen, dass ich Fernglätten mir ein Fernglas bauen kann. Ein Ich habe Fernglas. jetzt, ich denke mal einfach, dass auf dem Dach stehen Ausguck genug ist, oder? Da muss Ja, jetzt nicht so das ein. reicht mir. Ich stelle mich denn da hoch und sage dann einfach: Oh, du scheiße Welt. Und dann sagt mein Haikopf zu mir: Alter, du bist scheiße. Und dann, ja. Noch ein Seil, so. So, habe ich das oben jetzt auch noch ein bisschen hübscher gemacht. Ich meine, interessant ist ja das Ende jetzt schon irgendwie an sich. Es ist wieder mal so von wegen, Global Warming. Oh, Global Warming. Hey, Lidara. Was geht? Du hast Jetzt gerade können wir das hier. voll epische Ende von der Story von Raft verpasst. Ich bin ja ganz ehrlich. Wie wär's, wenn wir jetzt mal uns um Farbe kümmern? So eine Das. Also, Farbmühle. für Pinsel brauchen wir Federn. Federn Die hast du habe ja. ich en masse. Aber Farbmühle hier. Ja, Brauchen wir Schrott zwei. Schrott? Hast du zwei Schrott? Ich habe drei Schrott sogar. Hier, kannst du haben. Perfekt. Bist du Bei da? meiner Schmelze. Und ich brauche noch Planken, aber die kriege ich ja hier. Aber Planke. wir sind nicht wirklich im Müllstrom. Nee, nicht wirklich. Also durch die ganze Sache sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet. Ah, das finden wir schon wieder. Na doch. Guck mal, ich meine, es kommt ja von da. Na doch, okay. Es kommt halt nur gerade wenig. Okay, okay, Ach, wir werden okay, schon wieder okay. in eine vernünftige Strömung kommen. Ich bin auch Raft am hat eine Überlegen, ob Story? ich. Ja! Ja, Das irgendwie Spiel ist, so. Alter, da wird Final Fantasy voll neidisch bei. Total. Ich meine, wir können uns auch einen Kalender bauen und eine Ganz ehrlich, bau Uhr. mal einen Ein Kalender. Kalender! Ein Koriander, bau mal einen Koriander. Dafür brauche ich Nägeln. Scheiße, ich habe jetzt gerade meine verbraucht. Warte mal. Hier ist doch noch Schrott. Wo ist denn dein Problem? So, falls du den Kurs ändern möchtest, habe ich jetzt hier nochmal eine. Eine Turboleiter. Ja, dass du schnell dran kommst. Gute Idee. Du müsstest mal dein Makeshift-PC vielleicht ein bisschen anders hinstellen, aber. Mein Makeshift-PC, den können wir jetzt ja halt immer woanders hinstellen. Das ist ja scheißegal jetzt. Das ist jetzt auch Deko. Ja, wir wissen ja jetzt, dass es für uns keine Rettung mehr gibt. Nicht wahr? Ist Ja, vorbei. richtig. Nur für dich gibt's keine Rettung. Ich bin high. Ich kann hier überall. Also. Du bist fucked. Ich nicht. Da, Kalender. Überlebenstag 22. So, du kannst dann hier den PC so hinstellen. Ich denke mal so, hier so. Hier. Ist einfach hübsch, den hier zu haben. Mittelgroße. Guck mal, die Verkabelung macht sich dann auch immer direkt. Aber ich kann gerade überlegen, wo packe ich denn das hin so? Hier kannst du ja noch einen Stuhl bauen, der hübsch aussieht oder so, dass man sich da wirklich vorsetzen kann. Wir können auch hier noch so ein Regal ran nageln, Nice. wo da Jetzt, wofür ist. ist denn das? Können Wofür wir ist denn das nichts eigentlich mitmachen. gut? Da ist man dann Teppich. nichts. Okay. Oh, 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 oh. Ich sorg mal kurz dafür, dass hier, ne? Warte mal. Das Ending kanntest du schon, ja. Ui, ein Teppich. Ja, Mensch, jetzt wird's ja wohnlich hier. Warte, auch damit das hier. Damit jeder von uns nicht mit kalten Füßen aufsteht. Wunderschön. So, warte mal, ich hatte ja noch vorne Farbmühle. Farbmühle brauchten wir Schrott, genau. Ich habe alles außer Holz. Ich
brauche nur noch Holz. Und da habe ich mein Holz. Flop, mein Holz, mein Holz. So, jetzt kann ich eine Farbmühle bauen. Ach so, okay. Farbmühle, Farbmühle, Farbmühle. Wo war sie denn? Farbmühle, Farbmühle, Farbmühle. Ho. Da war die Farbmühle. Zack, Farbmühle gebaut. Ja, ist also klein. Ich würde schon fast sagen, beim nächsten Stream haben wir dann wirklich alles entdeckt, was wir machen können. Und dann müssen wir wirklich darauf warten, dass Updates kommen. Die Farbmühle muss aber in Wasser gestellt werden. Bitte. Geht nie anders. Ekoblast, vielen Dank für die 50 Bits. Jeez, für all die, so viele Kappas, ey. So viele Kapparones. Also ich muss das Ding am Wasser hinstellen, geht nie anders. Das steht dann jetzt hier. Dann packst du auf eine von den gepanzerten Platten. Ja, hab ich schon getan. Warte mal. Ach, Kunststoff fehlt mir, sagt das doch. Kunststoff haben wir. Vier übrige Haiköpfe, Jesus. So. Du brauchst vier Haiköpfe? Nee, ich habe vier Haiköpfe. Also den auf meinem Kopf kriegst du nicht. Das. Es dreht sich. Hui. Was ist das denn? Ist das die Farbmühle? Das ist die Farbmühle. Die spritzt sogar so ein kleines bisschen, aber ist auch voll süß. Was wird denn da gerade gegessen? Ach, hier unten. Ach so. Ich dachte oben meine Sachen. Spritzt die? Hat die spritzt? Nee, es sah so aus, aber. Okay. Das funktioniert nicht. Ich habe gar keinen Speer. Okay, zwei Pfeile reichen aber offenbar auch. Noni! Sag das mal, falls es für Subnautica ein Multiplayer-Mod gäbe, würde ihn auch gemeinsam streamen. Subnautica, ich habe das Spiel, glaube ich, nicht mal. Bitch, geh weg. Interessant, man kann. Wenn er ein bisschen näher an der Wasseroberfläche ist, dann kann man ihn sogar mit dem Pfeil noch treffen. Kann man ihn sogar so töten. Ich meine, der Hai geht mittlerweile so weit, er ignoriert schlicht und ergreifend physische Barrieren. Okay, man kann bis zu 5 Blumen da reinschmeißen. Huh. Ich glaube, aber ich habe 18 Farbe. Boah. Also kriegt man da jede Menge Farbe raus. Jetzt frage ich mich nur, ich brauche einen Pinsel. Pinsel. Sieht dann aus, was haben heute den Konto zu. Alter, Big Chili, ich sehe es ja kommen. Alter. Oh, Seil. Überleg dir das zweimal. Überlegt halt echt gut. Wow. So. Ich habe Hunger. Warte mal. Oh, wieder mal auf Grill. Nom, nom, nom. Jetzt esse ich die Kokosnuss. Ich hab ein Fernglas. Nice. Zack. So. Wo so gut wie nichts bringt. Ernsthaft. Kann ich damit irgendwie noch ranzoomen? Ich kann. Okay, vergiss es. Ich kann noch ranzoomen. Ich denke mal, du möchtest bei dir rot haben. Ja. Wollen wir noch mal kurz eine Steam-Freunde-Liste hinzufügen? Ja, wenn mein Steam nicht schon wieder abgestürzt wäre. Ha! Also ich könnte es machen, aber jetzt gerade ist schlecht, weil mein Steam schon wieder abgestürzt ist. Inklusive meinen Explorer. Oh. Ergo, ich kann leider gerade nicht, sorry. Dafür müsste ich wieder Steam neu starten und hast du nicht gesehen. Und da wir es wahrscheinlich heute sowieso nicht mehr so lange machen wollen, wäre das Blödsinn so, jetzt nochmal. Man sieht das von draußen auch, okay. Ha. Kann man das Dach auch anmalen? Achso, das Gerüst vom Dach kann man anmalen, okay. Wow. Krasse Farbe. Ich könnte noch ein bisschen dunkelroter machen, wenn ich schwarze Farbe mir mal. Nee, eigentlich das Rot gefällt mir schon so. Das finde ich schon soweit gut. So, hier kann er seine postapokalyptischen Let's Plays aufnehmen. Ja. So. Geil. Deine Seite mache ich rot. Soll ich den Fußboden auch noch? Wir kommen zurück zu Shark Place.
Heute ist mit Street Sharks mein absolutes Lieblingsspiel. Also auf einen Nenner gebracht, Andy ist mehr so die Hippie-Garten-WG und Shadow ist der Metzger. Ja. Ich bin der Hype. Shadow, möchtest du deinen Boden auch noch in Rot haben? Nee, der Boden, ich glaube, das wäre zu krass. Möchtest du vielleicht hier so die Gitter in einer bestimmten Farbe haben? Ich überlasse das dir, du bist schon ein guter Architekt. Okay. Du bist da schon gut, ich mach da mein anderes Zeug, wo ich noch ausprobieren kann. Mögen die Leute unser Boot denn? Also ich mag mein Boot. Ich mag dein Boot auch. Ich lebe zwar am Wasser, aber was interessiert mich auch schon. Okay, Fernglas habe ich gebaut. Metallbahn und Bolzen. Bolzen können wir das schon. Geht mir ehrlich, ihr nehmt nur Platz weg. Und wir brauchen, haben euch auch schon jetzt die ganze Zeit nicht gebraucht. Weg mit euch, wiedersehen. Niemand mag euch. Tschüss. Ich habe jetzt unseren alten Wasserverdunster und Grill weggeschmissen. Ja, okay. Weil die haben nur Inventarplatz weggenommen. Ja, sehe ich ein. So, Kistenplatz. So. Ich merke schon, ich will immer über. Was? Ach so. Ich könnte es sagt Nordia Keys. Wir wissen doch nicht mal, ob das Spiel Multiplayer hat. Ja, guck lieber erstmal nach. Weil Solo muss ich ja zwangsweise jetzt nicht unbedingt spielen. Weil irgendwie sieht es genauso aus wie Raft, nur futuristisch. Ja. Vor allem, das ist immer das Interessante, weißt du, ich guck manchmal gucke ich die ganze Zeit auf den Chat und niemand schreibt was. Ja, und dann auf einmal. Und mal gucke ich weg. Und dann heißt es, Alter, warum werde ich überlesen? Und ich denke so, oh Mann, oh. Ach, schon wieder? Ja, ich habe keinen Speer, leider. Ich arbeite da gerade dran. Oh, und mein Bogen ist auch, hat sich auch gerade in Wohlgefallen aufgelöst. Ey, mach das, ey! Ah. Ja, knabber an mir, du Sackgesicht. Ja? Boah, meine Fresse. Da hinten ist er. Ganz lustig. Hoffentlich erstickt er an den leckeren Spänen, die er gerade gefuttert hat. Ah, doch. Das habe ich ja. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Multiplayer-Mod. Okay. Ja, Mods ist immer blöd. Bin ich ganz ehrlich. Weil meistens funktionieren sie nicht oder sind verbuggt. Kinder, was macht ihr denn für ein Act draus? Geht auf die Shop-Seite, guckt drauf, aber so hast du es ausgelegt, das Ende. Ja, fertig. Dasselbe Gejatze machen momentan alle Leute bei Resi 2, nur weil mal ein Text Player 1 und 2 steht. An der Seite steht fett Einzelspieler, Ende. Nu sagt gerade, Subnautica hat keinen Multiplayer. Also dann hat sich das Thema jetzt ja gegessen. Ja. Genau wie ich das hier essen werde. Es gibt keinen besseren Bogen, ne? Also. Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir haben jetzt alles gelernt, also. Also hier alles, alles, was wir jetzt in unserem Inventar lernen können und craften können, ist alles. Okay. Ist everything. Okay, wir brauchen aber dringend Metallerz. Ist in Arbeit. Achso, bist du gerade am. Ich bin gerade am Brune. Und du machst ja auch dann da mal einen. Technisch gesehen könnte ich das Ganze auch mal ein bisschen upspeeden, indem ich mir einen zweiten Dings baue. Sand und so brauchen wir sowieso nicht mehr. So, ich möchte mal jetzt was ausprobieren. Let's. Ups. Ach nein. Oh, scheiße. Also ja, nicht wundern. Ich werde jetzt mal gerade ein bisschen hier vor den Ofen kacken. Oh, kack du mal. Damit wir hier die Ziegel rauskriegen. So, was ich haben wollte. Hahaha! Ich habe jetzt den krasseren Speer. Check this shit out. Wow! Okay, das ist cool. Ich mag Schachbrettmuster. By the way, es sieht voll dämlich aus, wie du hier durch die Gegend rennst und dann mit deinem Pinsel einfach auf einmal ist alles angemalt.
Andy, üb deinen Text. Mal mich an. Mal mich an! Mal mich an! So, und hast du noch Möglichkeiten, mehr Steine zu machen? Oder sind das hier deine... Mehr Steine? Was ist das denn jetzt hier? Trockenziegel, oder? Das ist ein Trockenziegel. Ich hab doch gesagt, ich kacke hier mal aufs Feld. Ach so. Ich will noch einen zweiten Ofen herstellen. Eine Frage, Andy. Würdest du Enter the Gungeon, wenn der Dungeon Key besorgt von Liste, eventuell mit unseren Shoshman zocken, falls er mitmachen will? Das kann und wieder, hat das... Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Roguelike-Game. Ja. Also hat das Multiplayer? So kann sein, aber das ist dann vielleicht auch nur lokaler Multiplayer, so an à la Isaac. Eben, da müsst ihr bei Steam ganz genau gucken. Wenn da nämlich steht lokaler Multiplayer, dann kannst du es auch nur lokal spielen. Also, dass jemand neben dir sitzt. Das ist bei Guacamele zum Beispiel der Fall. Da muss jemand physisch neben dir sitzen, wie auf einer alten LAN-Party. Ja. Genau. Ich bin ganz ehrlich, das Schachmuster sieht echt nice aus zusammen mit dem Holz. Ich doch gemeint. Kannst du denn so viel gerade an Farbe herstellen? Haben wir dafür so viel? Wir haben einiges auf Vorrat gehabt. Haben wir noch Samen für die Blumen. Ja, also. Also da kann man nochmal nachhauen. Das Problem ist nur, wenn der blöde Pai irgendwas hier auffrisst. Dann wird das Problem, dann muss man das komplette Ding nochmal neu bauen und einfärben. Ja, außen ist ein bisschen doof. Soll ich ihm sagen, er soll es lassen? lass mal deine Hai-Beziehungen spielen. Ich könnte ihm sagen, dass ich seiner Mutter petze. Wenn du eine Bank aufmachst, wärst du dann der Kredithai? Natürlich. Um es mal genau zu sagen, ich war ein Kredithai. So. Ihr hört es zuerst. Der Shoshai war mal im Bankgeschäft. Ich? Nee. Ich doch nicht. Der Shoshai. Das ist nicht der Shoshai. Ich bin doch nicht der Shoshai, Alter. Also was glaubst du denn, ey? Gleich ein. Du glaubst gar nicht, was ich alles mit diesem Pinsel machen kann. Mit diesem Pinsel. Malen. Du hast ein paar Federn an ein Stück Holz geklebt, du Depp. Das ist eine tödliche Waffe in den richtigen Händen. Sharkus, sei nicht so böse. Sei nicht so ein Assi. Fick dich weg. Arschgeige. Sackgesicht. Ach, Palmblätter. Ich hab ein Inventar voll. Du willst doch nicht, dass ich sage, dass ich das ausposaune, was ihr gestern in der Konfi besprochen habt, oder? Alter! Oh. Sharkus, lass gut sein. Also das ist nur wirklich, ne? Ich sag ja nur. Nix sagst du. Du sagst gar nichts, echt mal. Schmeiß dich ins Wasser. Das traust du dich eh nicht. Ach ja? Ah. Ich glaube, ihr wart zu lange auf diesem Boot. Traust du dich das, ey? Alles im Moment. Das traust du dich nicht. Nee, ey, das. Alter, nee. Ey, das. Ey, Alter. Okay, ich Da siehst du, meine Güte. So, Schachbrettmuster. Ja. Vor unten zumindest. Vor allem, das sieht echt nice aus. Finde ich auch. Oh, da ist noch was. Zack. Oh, die kann man auch. Oh. Alter, jetzt gibt's den neuen Speer, Junge. Den musst du aber machen. Oh, ja, man braucht mit dem neuen brauchen wir nur noch zwei Hits, damit er sich verpisst. Metallbarren, nice. Aber... Doch, neben bestimmten Metallbarren, da kann ich mir nämlich einen Bolzen herstellen und ich brauche jetzt Hast du den Metallbarren da gerade rausgenommen? Ja, sorry, aber ich brauche meinen Bogen. Ich habe mich gerade gewundert, so, hey, wo ist denn jetzt der Metallbarren hin? Hab ich gegessen. Norm war lecker. Norm. Haben wir noch Pflanzenglibber? Hat doch da hier. Einen. Den Rest muss ich schmelzen. Ich habe drei. So, ich habe jetzt einen Bogen wieder. Hast du gerade eine Fackel gelegt? Oh, wir haben Licht. Ich habe mir gedacht, hier unten mal noch mal ein bisschen mehr Licht machen. Ja, ich wollte mich sowieso noch mal um die Beleuchtung hier kümmern. Ich gucke gerade auch gerade, wir können auch eine Uhr herstellen mit Schrott und Bolzen. Mhm.
Geht doch. Oh. Achso, du hast das nur neu platziert. Ja. Alles in Buddha, deine Mutter. Bin schon wieder voll. Wo ist denn nochmal? Da ist die Laterne. Dass die auch so viel Schrott frisst, ne? Ja, wo habe ich das jetzt hingestellt? Zack, 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 da. Also am Rand von dem schwarzen Teil, also hier. Ich brauche auch gerade Schrott eigentlich. Sonst kann ich den zweiten Ofen nicht bauen. Ups. Alles im Brot auf dem Lot. Deine Mutter schmeckt nach Kutter. Nee. Deine Mutter ist der Kutter. Deine Mutter ist ein Kutter. Oh, wir bewegen uns auf ganz dünnem Eis. Was fliegt denn alles? Palmblätter. Ja, sorry, ich hab da... War voll. War voll, hat er gesagt. Ich war voll, Ines. Das ist noch mehr schwarze Farbe. Schön. So. So. Dafür gibt es ja Software. Aber nur lokales. Aber dafür, nee. Ich bin ganz ehrlich. Hm? Was? Hier wird es bei mir. Wenn das Spiel nicht von sich aus den Multiplayer supportet, dann wird das sowieso nichts. Nee, dann sind das meistens Multiplayer, wo nicht wirklich funktionieren. Man kann mich nicht. Da ist gerade irgendwie ein bisschen am Längen oder so? Ja, irgendwie laggt hier gerade alles. Zu viel. Die Fackeln. Ich glaube nicht, dass das mit den. Nee, ich glaube nicht, dass das mit den Fackeln ist, Andy. Oder sind es die angemalten Sachen? Nein, mein OBS geht so ging minimal runter immer. Also nicht wirklich merkbar. Ja, nicht merklich. Also Merkel. Minimal ging es runter. Jackpot. Komischer Typ, 1337, danke dir fürs Followen. Mensch, das ist ein komischer Typ. Finde ich auch. Hab ich eigentlich Eiler Tonne für den Follow gedankt? Dankeschön. Es tut mir leid, wenn ich nicht direkt immer darauf reagiere, weil erstens habe ich keinen Sound dafür und so in diesem Spiel drin. Ich habe das Gefühl, also entweder, ich weiß es nicht, ob es OBS ist, das laggt, oder... Ich denke mal, ist das Spiel gerade irgendwie ein bisschen... Wo kann ich aus Seetang grün machen, oder... Möglich. Nee. Ich kann aus Palmblättern grün machen. Boah, bis ich das machen kann, oder, dauert ja ewig. Oder muss ich blau und gelb machen dafür? Alter, okay, ich muss blau und gelb machen dafür, damit ich grün machen darf, damit ich grüne Farbe benutzen darf. Natürlich, meine Lieblingsfarbe braucht wieder extra Einladung. Ich könnte es auch noch eine Vogelscheuche machen. Hatte ich auch noch vor. Aber ich meine, ich brauche nur noch ein Palmblatt, dann habe ich die fertig. Was denn? Ich packe die oben auf dem Ausguck. Ich stelle sie aber hin. Frenny, nur für dich trinke ich jetzt nochmal was. Andy? Mhm. Hm? Komm mal kurz nach oben. Moment, bin sofort da. Muss hier kurz was abwehren. So. So, du bist wo? Ganz nach oben? Ganz oben, ja. Bei mir ist das mal. Ja. War hier nicht mal mehr oben? Ja, war hier. Ich habe das abgerissen. Okay. Weil ich dachte mir so, komm, reicht so von der Höhe her, weil das sah doof aus. Da, das haben wir hier. Ja. Jetzt haben wir hier Captain Hook. Finde ich super. Gut. Captain kocht. Der sowieso nichts bringt. Nö. Magst du übrigens unser Mittagessen mittlerweile? Also über unseren... Komm noch mal essen. Mit Herr Schuschmann, komm noch mal essen. Essen? Essen. Essen. Oh, wieso fehlt denn? Achso, nee, da habe ich ja die Leiter hingemacht. Wo ist er denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Ach, da.
Gibt Gemüse im Schuh. Geil. mit Käse. Ich habe uns auch ein schönes Candlelight-Dinner gemacht. Also mit Vogelnest und Winkelkatze. Ja, eigentlich sollte im Vogelnest sich was ansammeln, aber irgendwie kommt da nichts. Ich verhungere übrigens gerade. Ich brauche was zu futtern. Ja, dann goblin dich mal weg. Oh, wir müssen echt wieder was auf den Grill schmeißen. Ah. Ja, ich muss wieder angeln. Ich muss aber auch was essen. So, wieder da, darf ich kurz erklären, wie ich das meinte mit dem Online-Lokal gemeinsam zocken, oder ist Andy wieder zu sehr vertieft? Okay, sein ist wieder zu vertieft. Warte doch erstmal kurz. Du gibst mir ja keine Chance, irgendwie zu reagieren. Mensch. Nee, aber, Chad und ich sind uns da einig. Wenn das Spiel an sich nicht den Multiplayer drin hat, dann wollen wir uns da nicht mit irgendwelcher Extra-Software die Arbeit machen, um das zu machen. Da sagen wir dann einfach, wir haben Spaß an Spielen, die halt wirklich den Multiplayer supporten, aber jetzt irgendwie aus dem Weg gehen und zu viel übertriebene Software, also wenn es auch nur ein extra Programm ist, aber trotzdem. Zumal Stardew Valley zum Beispiel war halt... alles, was du machen musstest, war einmal kurz was in den Einstellungen ändern. Mehr hast du da nicht gemacht. Ja, also es ist kein extra Zeug. Es ist nur einfach wirklich, du stellst es praktisch als extra Programm in deinem Dingens fest. In deinen Einstellungen fest. Und dann kannst du es mal im Multiplayer spielen. Aber wenn ihr jetzt meint, so von wegen, ja, wir müssten es jetzt Hamachi und dann Server und oder Hamachi. Andere Programme. Dann, lass mal gut sein. So, Schachbrettmuster, weiße. Ich weiß nicht, ob ich mit den weißen Treppen wirklich zufrieden bin. Ich finde die nice. Ich warte gerade auf meine. Dann kann ich endlich mein Zimmer oder meine Hälfte des Bootes oben. Welche Farbe willst du das denn machen? Grün. Ach ja, grün. Ach, guck mal, das... Weiß nicht überhaupt mit deinem Rot oder so, aber. Findest du? Ja, wir gucken einfach mal, was daraus wird. Hast du halt von der Seite her eine geknackte Melone. Oh, yes! Oh, Andy. Komm mal nach oben. So nach oben kommen. Okay, warte mal, das jetzt hier auf den Tisch zu packen, wäre ein bisschen doof. Was ist das überhaupt? Hast du die Ente? Ich hab die Ente. Du hast die Ente. Wie gut sieht die denn aus? Die ist so cool, ist die, Alter. Ist das irgendwie eine Hommage an irgendwas? So ein Schulk mit Rasterlocken oder so? Auf jeden Fall, diese Ente ist mal Anime as fuck. Alter. Wenn du dich daneben hockst und mit dem rechten Ohr so dran gehst, dann hörst du ganz leise, don't lose your way. Don't lose your way. Ah. Alter, die Ente sieht echt cool aus. Die Ente ist eine Anspielung an Scrap Mechanic. War das nicht auch eigentlich mal, ihr seid eh gucken wollte? Oh, ich schmeiß gerade Farbe weg, ist nicht gut. Ich glaube, Scrap Mechanic. Liegt's vielleicht irgendwie an OBS, Discord gerade? Oder gag nur ich? Es ist ein bisschen Affäre. Frame-Einbrüche habe ich wohl auch, aber jetzt nicht sonderlich viel. Es kommt und geht bei euch. Können das wirklich verworfene ein Discord Frame, verworfene Frames habe ich insgesamt jetzt auch nur 164 über den gesamten Stream. Also. Ich habe 119 und ich hatte da ein paar mehr Probleme noch. Ja gut, aber wenn ich mich jetzt mal recht entsinne, gestern hat Sowie noch auf Twitter geschrieben, ist nur bei mir gerade Discord down, also momentan werden sie wahrscheinlich wieder basteln. Naja, könnte schlimmer sein, es könnte Skype sein. Oh Gott. Kindler, wichtig, ihr könnt AfD wählen, ihr könnt Artikel 13 durchboxen wollen und ihr könnt Hitler-Töfte finden, aber benutzt dafür nicht Skype. Wo war jetzt die rote Farbe? Habe ich die rote Farbe noch? Nein, ich habe keine rote Farbe gerade im Inventar.
Weißt du, was das Schlimmste an diesem Haikopf ist? Hm. Du gewöhnst dich dran. Wirklich? Ja. Es ist also nichts Besonderes. Nein, man gewöhnt sich dran, dass man... So, man gewöhnt sich irgendwie dran, dass die Zähne zum Interface gehören. Oh Gott, ich kann das nicht. Ich drehe da durch. Naja doch, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Mhm. Das ist irgendwie... Vielleicht solltest du es als Kopfkissen benutzen. I already do. Alter, auf einmal haben wir Holz, ne? Willst du mich verarschen? Ja, weil du nicht mehr baust. Ja, merk schon. Eine Stadt. Wir bauen die Stadt wieder auf. Soll ich ein zweites Floß anfangen, was einfach nebendran schippert? In einem Haus. Mit dem Wolkenkratzer. Bau Skyscraper. Übrigens, unsere Kunststoffkiste ist absolut voll. Da passt nichts mehr rein. Da müssen wir auf jeden Fall keinen Kunststoff mehr besorgen. Ja, also wenn du Kunststoff im Inventar hast und du es jetzt nicht fürs Crafting brauchst, schmeiß es weg. Gut. Weil du brauchst Kunststoff nicht mal so viel. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also schmeißt du es eigentlich dahin zurück, wo es herkommt. Ich habe das böse E-Wort gesagt. Welches böse E-Wort? Edeka. Welches Thema hat 7 Days to Die? Ich hab den Namen irgendwann mal gehört, aber ich kann damit... 7 Days to Die? Wahrscheinlich stirbst du in 7 Tagen. Das klingt eher wie der Plot aus The Ring. Wahrscheinlich stirbst du in 7 Tagen. Höchstwahrscheinlich. Zombies abschlachten. Ugh. Another Zombie Game. Ja, nee. Bin halt momentan so absolut nicht mehr für Zombie-Games interessiert. Das liegt daran, weil wir Zombie-Games mittlerweile überdrüssig sind. Und ich glaube, der Hai will angreifen. Es sind Zombies mit Katzenöhrchen. Wo ist er? Tot! Oh, nice. Ja, dann schlacht ihn mal aus. Hast du ja alles? Ja, okay. Hab alles. Also entweder macht der Metallspeer mehr Schaden. Wahrscheinlich. Beides. Alle 7 Tage kommt Blutmond. Nee, danke. Bei 7 Days to Die kommen alle 7 Tage eine Horde Zeug. Ich hab das mal irgendwo gehört, Limrose. Ich hab das mal irgendwo gehört. So ein Willen-Defense-Game. Ja, nee. Danke. Mir geht's halt wirklich gerade einfach so darum, dass bei diesem Spiel du einfach dich nach einer Zeit echt komplett nur noch aufs Spawn konzentrieren kannst. Ja, also ich meine, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo, ne. Jetzt könnte ich einfach ein zweites Folos anfangen, wenn ich wollte. Ja, eben. Aber wir haben genug zu essen. Kannst du überhaupt ein anderes Floß bauen? Tatsächlich nein. Ja. Also die Dinger schweben irgendwie komischerweise so neben einem. Ja, also es ist, als ob es immer noch ein Floß wäre, aber du kannst es halt trennen. Also ihr baut halt eine Verbindungsbrücke, reißt ihr dann später, wenn gut ist. Ja, und es ist halt, als ob das alles eine Identität ist. Ist voll funky. Na gut. Also man könnte, sag ich mal, ein Beetboot bauen oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hatte irgendwie gehofft, also als es immer vom Wegen hier, als es hieß okay, von jetzt wegen, fängt an zu gaggen bei mir. Gag. Vielleicht sollten wir schlafen. Ja, vielleicht. Lass mal pennen. Gute Nacht, John Boy. Wie sehr mögt ihr Games, wo es um Bauen geht? Kommt echt wirklich aufs Spiel an. Es kommt aufs Spiel an. Gebt endlich nichts mit Sprengstoff. Ich meine, zum Beispiel in Minecraft bin ich überdrüssig geworden, aber... Aber sowas hier finde ich dann teilweise mal wieder erfrischend. Erfrischend? Oh, ich habe noch Ananas sammeln hier rumfliegen. Streng genommen ist der Verzehr von Haifleisch gar keine gute Idee. Ich weiß, weil der Hai ist ein Carnivore. Also, ne? Sprich, wenn du das Ding isst... hast du nachher Parasiten bei dir im Magen? Oder sonst wo im Körper? Lecker. Wenn du einen Delfin frisst, kannst du auch gleich einen Thermometer auslutschen. Ein Thermometer auslutschen? So viel Delfinfleisch ist Quecksilber verseucht.
Ach, Quecksilber. Mm. Schau mal, na guck. Quecksilber. Apropos Quecksilber, ich schwimme mal ein bisschen. Natürlich, nee, okay, ich komme wieder zurück. Also, gerade wollte mir alles zeigen. Geh nicht ins Wasser. Hm. Nani? Mehr von der Kokosnuss essen. Kokosnuss essen. Koronaler Massenauswurf. Sagt, findet Utopia. Ja. Geht das? Geht das? Das ist jetzt die Frage. Also, wir haben ja das Ende gefunden. Mhm. Und das Ende war ziemlich langweilig. Also, wenn es wirklich das Ende war, oder war es einfach nur so praktisch, dass die roten Pornoglyphe, die uns gesagt hätten, so von wegen, da musst du hin. Da ist ein Loch, da musst du rein. Die das, roten Pornos. Das Road Pornoglyph. Der hat den Namen doch nur gewählt, weil Porno im Titel drin vorkommt. Tatsächlich. Wer weiß. Die Kids stehen auf sowas. Wer kann das denn schon wissen, wohl? Der Schöpfer. Guter Punkt. Ähnel? Vielen Dank für die Bits. Willkommen zurück. Hackbraten, Dankeschön. Auch bei Dragon mir. Quest Builders macht ziemlich viel Spaß. Ja, da muss ich leider sagen, für ein Building Game habe ich leider aktuell keine 40, 50 Euro über. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das Problem, ich kenne das ganze Spiel schon. Ich habe es als Stream-Projekt bei wem anders gesehen. Das heißt, für mich wäre es halt wirklich nur abklappern von den Sachen, die ich gesehen habe. Okay. Hier war halt frisch neu alles lernen. War schön. Ja. Okay. Ich schmeiß mal Kunststoff weg, ne? Ich schmeiß es wieder zurück ins Meer. Braucht das schon. Schön wieder zurück ins Meer schmeißen. Das war's mit. Wie findest du jetzt unser Schlafzimmer? Achso, ja, warte. Ist halt jetzt so. Ich weiß noch nicht, was ich in der Mitte mache, aber. Ich muss ja mal sagen, ne? Ich habe ja an sich nichts gegen Grün, aber Alter, das ist wirklich ein Kotzgrün. Das ist Neongrün, das ist nicht toll. Das sieht wirklich aus, als hättest du fontänenmäßig an die Wand gereiert. Neongrün Evangelion. Ich bin Fan von Neongrün. Achso, oh, warte mal, dann können wir die Ente ja richtig hinstellen. Ich habe mal bis zur 20. Etage gebaut, keine Ahnung, wie das noch geht. Ja, stimmt, man kann jetzt nicht hochbauen. Was hängt denn da in meiner Fresse? Was? Was hängt mir da in meiner Fresse? Ich meine. Nichts. Ich meine, wenn du. Nichts. Kannst du jetzt nochmal den Haikopf in die Hand nehmen? Weil dann hast du nämlich einen Haikopf an der Wand, einen Haikopf. Wunderschön. Oh! Wenn du ihn jetzt dazu zwingst, mit dem Hai zu dichten, wird's ein Haiku. Weil Scrap Mechanic ist halt ein pures Bauen. Dort hast du aber zum Beispiel Räder und Motoren und kannst dir mit denen Blöcke als Auto, Motorrad als immer bauen, so ein Jet oder whatever. Das klingt irgendwie wie ein anderes Gmod. Von wegen baut man sich auch alles zusammen. Hä? Okay. Machst du Sachen gerade kaputt oder wie? Ja, ich ernte die Bäume. Ach so. Moment, war ich echt verwundert. Was ist das für Geräusch? So, das Vogelnest, das will ich. Ja, wo will ich das hinpacken? Es muss ja irgendwo hingebaut sein, wo wir nicht oft lang gehen. Hingebaut sein? Weißt du, warte, ich mach jetzt nochmal ein bisschen anders hier. Ne, die kriege ich. Die kriege ich, das ist meine. Zack, Gesicht. Ich bin ein Hai, ich mach das. Problem ist, man rennt halt trotzdem immer noch an den Kisten die ganze Zeit vorbei. Ich hoffe mal, dass das nichts geht.
Herr Lustig. Was trage ich hier? Was trägt mich? Nobody knows. Nobody knows. Nani? Das ist eine heikle Sache. Alter, Hackbraten. Der war sogar gut. Würdest du mich nicht technisch gesehen mit Geld beschmeißen, würde ich dich für solche Flachwitze köpfen lassen. Ach Gott, dann machst du halt ein Product Placement. Heikle Feuchttücher. Alter, der Metallspeer ist echt geil. Macht echt so viel Schaden. Ja, du musst den Penner nur noch zweimal pieksen, dann sagt er sich so, Alter, nee, I'm sick of this shit. Nice. Nice, nice, nice. Kunststoff ist halt. Lass Kunststoff sein. Weg mal damit. Ach, guck mal, du hast da eine Möwe. Hab ich. Also auf jeden Fall funktioniert es jetzt wieder. Jetzt haben wir eine Galionsfigur. Da heißt er ganz verbissen darauf, dich kennenzulernen. Alter! Oh, der ist gut. Der ist sogar gut gewesen. Oh. Ich finde die Ente immer noch zu geil. Pack mal das andere Bett weg. Ohne Scheiß, ich finde die Ente, die ist zu toll. Ich weiß ja noch nicht mal, ob wir... Die Sache ist, das Core-Projekt hat sich jetzt einfach nur ergeben, weil du das gesponsert hast. Sonst wäre ich einfach sonst. Die Sache ist, da ist mir letztens aufgefallen, das sind so viele Verkettungen von Zufällen gewesen. So nach dem Motto, erstens der Tag, wo ich Isaac spiele und du Raft spielst, sind aufeinander gefallen. Sodass, okay, nimm ich die Roboter. Danke, Chili. Sodass ich mit dir über Raft gequatscht habe, sodass du, Eclipse, sorry, und du wolltest ja nicht, dass ich das Little verwende, dass du bei Shadow Stream da bist und dann sagst du nach dem Motto, ja, ich habe übrigens noch einen Key übrig, das auch noch meine Verkettung des Zufalls war und dann mir den auch noch gegeben hast. Also, das waren viele, viele Zufälle. Eine Menge Zufälle. Da ist ziemlich viel gefallen. So, warte mal, worauf warte ich jetzt nochmal? Auf irgendwas? Ah, genau, darauf. Auf Eden. Nani? Eine Spende für die Ente. Endlich. Ja, endlich. So, warte mal. Sofern du mich andauernd nur Little Eclipse nennst, würdest du mich nicht so... Wie gesagt, ich versuche mich ja daran zu erinnern, dass du Eclipse genannt werden willst. Nani? Ist nur immer so eine Sache, sich daran zu erinnern, während man gleichzeitig Sachen tut, wie spielen. Ist schwierig. Das soll man nicht meinen, aber passiert. Das sind viele. Alter, jetzt kommen die ganzen Spenden. Eine Spende für die Ente. All hail the rubber duck. Vielen Dank, Duckbraten. Oh, nice. Ich hab mal wieder Hunger auf Möwe. Ich hab Hunger auf Möwe. So. Hello. Hey, Baby. Hallöchen. Oh, okay, man verliert wirklich den Pfeil, wenn man das nicht richtig macht. Scheiße. Jetzt funktioniert das Ding endlich wieder. Schön. Alter, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Wow. Oh, das ist spät. Kurz vor 9 haben wir doch schon. Ja, also, na gut, ich war zwischendurch zu Hause. Das Ding war einfach, der ganze Tag heute war original nur purer Stress. Das war einfach nur Stress. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, war um 7 zur Arbeit, dann bis 15 Uhr. Dann kam ich nach Hause, dann hieß es, jo, wir wollen zu Real, Bock was einzukaufen. Und ich dachte so, ja, kannst ja mitkommen. So, dann entpuppte sich daraus irgendwie so ein Giga-Groß-Einkauf, keine Ahnung. Danach, ja, weil am Samstag, da wollen ja unsere Eltern ihren gemeinsamen Geburtstag feiern und dafür machen sie ja eine richtig fette Party, kommen richtig viele Leute und dann dementsprechende Einkäufe. The fuck? Und ja, dann halt sind wir dann dahin und danach waren wir dann auch nochmal in einem anderen Einkaufsladen, dann waren wir kurz zu Hause,
Der dachte sich so, oh, endlich ausruhen. Nein, dann heißt es, jo, wir müssen die Pavillons aufbauen und die Lichterketten anbringen und die Bayernbänke holen und weiß was ich was. Und ich dachte mir so, oh Gott. So, und dann keine Ahnung. Und dann haben wir das gemacht. Dann gab es kurz was zu essen. Dann dachte ich, okay, jetzt ist Ruhe. Nein. Dann mussten wir, wobei das war eigentlich recht lustig, wir haben Luftballons haben wir so eine riesigen Wasserbomben gemacht und die haben wir nämlich vor, jetzt einzufrieren, damit wir damit am Samstag halt so eine riesige Wanne voll Salzwasser kühlen, wo dann die ganzen Getränke reinkommen. So, und ja, das haben wir dann gemacht. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir soweit alles fertig, aber dann war irgendwie die Küche plötzlich, sah aus wie explodiert. So, und dann, keine Ahnung, haben wir noch aufgeklärt und dann saß ich oben und dachte so, so, jetzt endlich Ruhe. So, und dann hieß, dann erstmal PC-Updates. So, und dann dachte ich mir so, oh Gott, toll, das dauert jetzt erstmal eine Weile. Dann nach von unten, ey, Vivi, wir wollten noch mal zu Penny, kommst du mit? Und ich so, ja, weiß nicht. Und sie so, du hast deinen heutigen Pokestop noch nicht, lass hin. Ich so, okay. So, und dann, keine Ahnung, dann sind wir da gerade hin und dann, jetzt eben gerade sind wir erst nach Hause und ich bin jetzt voll fertig, Alter. Weiß, ich hab gerade Sachen gedroppt. Shadow, bist ein Mad Genius? Ich weiß nicht. Sag mir was Neues. Was ich dich auch fragen wollte, wenn ich dich umbringe, kriegst du dann einen Heiligenschein? Apropos Hai. Does someone mad peeved and he wants some of that spicy raft? Alter, du hast ihm voll in die Seite geschossen. Oh, denied. Ich spiele wie Raft, da muss ich einen Stream anmachen, Moment. Ja, und wir haben heute das Ende rausgekriegt vom Spiel. Beziehungsweise so halb. Also eigentlich müssten wir jetzt noch dieses Dingens finden. Dieses. Sofern es das wirklich gibt, also. Ich meine, nicht, dass wir. Ende? Ja, also wir haben eine Ölplattform gefunden, die verlassen war. Und da war halt nach einem kurzen Jump'n'Run-Parcours. Haben wir dann gesehen, so, ja, die Story von Raft spielt übrigens irgendwann nach 2028 und die ganze Welt ist einfach global überflutet. Deswegen sind auch überall noch diese kleinen Inseln und sonst nichts. Das wird so einiges erklären, Alter. Ja, eben. Wie Leute, ihr war. Du hast auf vier Platten übers Meer zu tuckern, erklärt es natürlich nicht. Pass auf, irgendwann kommt die Mad. Lore. Ja, Vivi ist halt wirklich so, wenn Vivi in den, ihre Story erzählt, dann redet sie halt wirklich mehr als wir in 2 bis 3 Stunden. Ich bin Master im Schnellreden. Ja. Ja, es ist bei mir auch gerade gängig, also nicht wundern. Ich wollte jetzt die ganzen Pflanzen auf jeden Fall zu Farbe verwandeln, einfach um sie aus dem Inventar zu haben. Zack. Alter, so, Hackwart. Ja. Jetzt ohne Scheiß mal. Vielen Dank immer für deine Bits. Vor allem. Chakal, dankeschön für den Follow. Hast übrigens. Du mir gerade echt die Dings weggesnickt? Ja, hab ich. Ich brauche aber Schrott. Hab ich immer. Ja, aber ich sag ja, ich bin Mad Genius, ne? Also. Ich hab nur einen Schrott rausgezogen, also hier bitte. Reinkommt. Hier vorne, Shadow. Oh, achso. Cool. Okay, warte mal. Was passiert, wenn ich das jetzt eigentlich so mitnehme? Achso, dann bröselt sich einfach alles in mein Inventar. Okay. Wunderbar. Ach, hier war das Farbenlager, okay. Ja, genau, das Farbenlager habe ich da hingepackt. Jetzt packe ich hier nochmal so eine Space-Truhe hin. Shadow, warum hast du einen Haikopf auf dem Kopf? Das fragt mich heute jeder. Ihr tut immer so, als wäre das was total Unnormales. Oh, Shadow hat auch Schrott auf dem Kopf. Oh, jetzt pief ich. Hey, Baby. Kennst du schon Shadows Lieblingscharakter aus Breaking Bad? Heisenberg. Ich weiß, dein Lieblings-Lolcher, Heimerdinger. That's actually true. Mhm.
Ich mochte Heimi immer. Hab ich einen meiner wenigen Pentakills damals mitgemacht. Oh, er will schon wieder beißen. Nee, doch nicht. Er klickt von mir einfach ein. So. Hab ich eigentlich genug, Und der nächste Urlaub ist in Heidelberg. Nee, auf Hawaii. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte in den Heidepark Soltau. Echt mal, warum hinterfragt niemand, dass ich mit einem Haikopf rede? Ja, echt mal. Wenn Shadow jetzt ein Hai auf dem Kopf hat und dann Kopfschmerzen bekommt, hat er dann Heimweh? Der war zu weit hergeholt. Heido. Heino, ich wünschte, du wärst jetzt hier. Noch nie! Vermisste dein Ehemann. Oh, es gackt gerade irgendwie ein bisschen. Alter, jetzt so, du musst dich mal jetzt nachts vor die Ente knien. Das sieht so bescheuert aus. Komme. Oh, große Gottesente. Wir huldigen dir. Ungerschanga. Ungerschanga. Links oder nach rechts? Ich hoffe, unsere schuhischen Gaben. Ganz ehrlich, jetzt würde ich lieben gerne wirklich diese Kerzen anmachen. Das würde so gut ja, kommen. Ja, oh mein Gott, die muss man doch irgendwie anmachen können. Noni! Oh, Aquat und Big Jelly, euch vielen Dank für die. Alter! Hol ihn mit. Ist gerade Bitkrieg bei dir? Ja, bei mir ist gerade Bitkrieg. Das Schlimmste ist, Big Chili hat noch gefragt heute zu Anfang des Streams, wie es aussieht wegen Streamboss. Und ich habe gerade Schiss, dass er jetzt irgendwie sich denkt, so, Alter, für die Ente, for the God. Vor allem Moment, jetzt im Licht sieht das auch noch richtig krass aus. Ich habe keine Pfeile mehr. Fuck, genau das wollte ich nämlich nachgucken. Schusch. Inne Schuschen. NASA People. Achso, du hast noch gut. Bitte stopp das, bevor es eskaliert. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Shadow. Wie würdest du es finden, wenn ich dich unserem großen Enten-Overlord opfere? Okay. Finde ich gut. Ich habe zwei Optionen. Entweder hier mit dir rumhängen oder der Ente geopfert zu werden. All hail Quacky. Jetzt habe ich nur leider keinen. Ja, muss ich das halt mit der Axt machen. Wer Friendly Fire an, wäre das sogar eine tatsächliche Option. Was? Bitte stoppt es, bevor es eskaliert. Spenden oder Witze? Okay. Oh lol. Noni! Jesus. Es ist Zeit für den Entenbot-Krieg. Duck Wolf, was? Duck Wars, woo. Neue Stories, Tag für Tag. Duck Wars, woo. Es gibt keine Sinne, ich mag die Duck Wars. Vorsicht! Ich kann nicht hier den. Kommt Donald. Ich kann den Haikopf kann ich nicht nehmen. Ich brauche dafür einen anderen Haikopf. Ich weiß, wir haben noch genug davon. Haben wir noch irgendwo Blumensamen, die ich noch einpflanzen kann? Oder haben wir jetzt alle aufgebraucht? Jetzt drehen alle durch. Also Dragonshade, jetzt übertreibst du aber. Was? Bei Vivi klingt das voll episch? Was klingt voll episch? Was habe ich gesagt? Du singst. Noni! Ich glaube nicht, dass er das meinte. Du stinkst. Was bitte? Du stinkst, hat er gesagt. Ja, genau das habe ich gesagt. Okay. Ich meine, das ist gar nicht mal falsch. Ich meine, ich war den ganzen Tag unterwegs. Zu viel Information, Mensch. Ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach so einen komischen Drang zu singen. Singen macht Spaß. Noni! Ich kann endlich mal die Steine verwenden. Steinpfeile. So, ich war mal so frei und habe uns nochmal einen Hai aufgehängt. Nice. Dann spiel noch ein bisschen Isaac. Nach meinem Monster Run gestern war ich richtig Bock wieder. Und nu, danke schön für die Bits. Kotzt du die ganze Zeit Regenbögen im Strahl? Ich weiß zwar nicht.
Ich weiß zwar nicht, welche wichtige Informationen du damit geben möchtest, außer dass du momentan sehr regenbogenstrahlig verstrahlt bist. Aber Dankeschön. Alles ist zwar ganz wunderbar. Ich dachte jetzt, Mango, Mango. Nani! Mehr Ente in demand, mehr Ente. Okay, warte, Sekunde. Sometimes a man is a duck. Eure Hütte ist gefärbt wie ein riesiger Magnet. Ach, sie rotieren das um sich selbst. Dann hätten wir es blau machen müssen. Heißt das, ihr findet euch gegenseitig anziehen? Das sowieso. Naja, zwei Männer alleine auf dem Meer. Gestartet auf zwei Pappschachteln. Broadback Ocean? Ich meine, dass die einzige Alternative, die wir haben, ist die gelegentlich vorbeikommende Möwe. Oder die geile Ente? Die, nee, also Ente möchte durch die Blume sagen, er ist gut zu Vögeln. Die Vogelscheuche halt, ne? Die Vogelscheuche. Die ist auch ziemlich attraktiv. Dann würde der Satz, warum liegt hier Stroh, endlich mal Sinn machen. Und warum hast du eine Maske auf? Wegen der Schar. Wie war das vorhin? Shandy? Shandy, das klingt voll gut. Naja. Oder Endo. Endo, Shandy. Alter, Andy, hast du echt den anderen Haikopf nicht bemerkt? Was? Welchen anderen Haikopf? Du warst eben gerade oben. Ja, was? Sorry, ich war gerade irgendwie in Gedanken und hab das Zeug geholt. Ach. Seto Haiba, er lebte. So. We are number one. Da, di da, di da, di da, da. Jetzt hoffen wir alle, dass Shadow irgendwann mal wieder Tekken spielt. Ich will, dass er Hayabusa spielt. Tekken? Hayabusa. Shadow, ich hab unser Lieblingsspiel gefunden. Okay. Hide and Seek. Ah. Hey Kinder, lass uns Heidi gucken. Ich dachte, Hide Light wäre unser Lieblingsspiel. Ich finde, muss aber sagen, diese Rafts sind ein ziemlich großes Highlight. Und wäre Alex jetzt hier, würde er die ganze Zeit nur von Heideling quatschen. Den versteht nur Baby. Ach, nee, Andy sollte den eigentlich auch verstehen. Mhm. Andy hat auch Final Fantasy 14 gespielt. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich glaube, bis zu dem Punkt gespielt, wo Hauchefand einen Shot für uns genommen hat. Shot through the heart. You're to blame. Shot. Brauchst du eigentlich Sand? Also wo willst du Sand hin haben? Sand habe ich nicht mehr viel, wirklich. Ich habe ihn. Nee, den aber Rest, den ich hatte, habe ich. Weil ich hab noch nicht. Deshalb. Pack hier rein in das Lager hier. Was mir gerade einfällt, die Leute haben sich doch vorhin die ganze Zeit über Koop-Sachen für euch den Mund fustig geredet. Ei? Planet Coaster World hat, glaube ich, standardmäßig Online-Multiplayer. Oder an einem Paar schauen kann zusammen. Was? Mit was? Also das war zumindest damals in den Zeitschriften so angekündigt worden. Müsste man mal echt auf Steam nachgucken. Oh, weil das Scheiße. Spiel... Nee, ich glaube, ich hab's nicht. Bei all den Punts fühlt sich Vivi heimisch. Vivi? Ja, bitte? Also gerade Steam offen? Yes. Kannst du mal nach dem Rollercoaster World Ding gucken? Ich meine, das müsste tatsächlich so sein vom Feature her. Gib mir einen Moment, ich hack mich rein. Also es wurde damals eben so angekündigt, mehrere Leute basteln dann eben an einem Park rum, in der Wahlweise. Rollercoaster Tycoon World, 14,99. Mal sehen. Oh. Also wenn die zwei bekloppten Park bauen würden. Oh shit. Die eine Hälfte brennt, die andere ist Gaga. War das gerade der Gaga? Sind gerade alle unsere Besucher explodiert? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich kann nicht. Du hast die Achterbahn irgendwohin verkuppelt, oder? Oh. Ja. Na. Kannst du doch so nicht sagen.
Oh, ich sehe aber gerade, das hat gerade hat richtig, richtig viele schlechte Rezensionen. Warum? Ja. Na, das Ding wurde ursprünglich erstmal für Tablets und so ein Gejatze gebaut und hatte halt nicht so viel Umfang, soweit ich es verstanden hatte. Für diese Witze werde ich enteert. So. Enteert. Sag mal. Ich weiß, dass du ein einsamer Mann... Blut für die Ente! Blut für die Ente! Wow! Oh, hi! Etwas vergessen, Shadow. Ja. Was zum Teufel macht der da? Also komischerweise hier auf Steam steht das als Einzelspieler drinne. Nur Einzel? Ja, also hier steht ja an der Seite immer von wegen Controller-Unterstützung, bla bla bla. Und da steht das als Einzelspieler drinne. Und die Rezensionen sind halt richtig kacke. Von wegen hier, da steht, dass die Grafik scheiße ist, dass das nicht so innovativ, beziehungsweise sie sind da irgendwie, was die Rollercoaster-Spiele angeht, einen Schritt zurückgegangen und da steht das bei, dass man nur die erste Mission spielen kann und dann crasht das Spiel. Geil. Ja gut, das reicht mir schon als Grund. Da fehlt aber eine Menge von dem, was sie damals in Zinszeitschriften angekündigt haben. Ich wollte erst heimlich einen Pun platzieren, aber mir fehlt die magische Craft dazu, dies zu schaffen. den Witz raft er nicht. Oh, schön. Heide, oh, Leute, Witzker. Ich bin so stolz auf euch. Oh, Victory Tutor. Freue mich so, wenn das hier ankommt. Ich auch. Ja, das wird großartig. Ich habe heute schon in den Briefkasten geguckt, kam leider noch nicht. Ja, nee, das dauert immer 2 Tage, leider. Hm. Außer ich hab da... naja, gut. Ich hätte es auch per Premium-Versand verschicken können, aber das hätte nochmal... Ach, Quark. Musst du nicht. Nee, aber es sollte... Das wäre ja eine morgen... Heidenarbeit. Nee, also auf jeden Fall, das sollte rein theoretisch, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, morgen Nachmittag bei euch ankommen. Nice. Boah, nein. Nice, endlich. Yes, relax. Endlich ein Kasu. Nee, hier, Dinge. Okay, Herr Schultmann. Die Ente verlangt nach Blut, also gebt ihr Blut. Wollen wir Eigen? Wo hast du die Eigen oder den Stoff? Ich hab noch 12. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt die Sachen gerade rausgenommen. Wo willst du denn das Pflanzenblüber hin haben? Ach, hier. Nougat, bald alle, also sehr viele aus LH, weil, also ich hab ein Kazoo, Nana hat ein Kazoo, jetzt hab ich Shadow und Andy ein Kazoo geschickt und Keks und Milchi kriegen auch bald eins. Joa, Shadow, ne? Ich hab die ganze Konfi mit Kazoos ausgestattet, außer ja. Hoide, wollte nicht. Jetzt ist hier langsam so extrem Leerlauf. Kann ich nicht verstehen, warum. Ja, so langsam, we have done what is done, what can be done. Ja, ich werde jetzt nochmal eine ganz wichtige Sache für das Boot bauen. Okay. Bauen wir am besten ja irgendwie hier so hin. Oder bauen wir das oben hin, bei der Winkelkatze? Ach du Scheiße, muss ich das auf Zeit schaffen? Was? Und dann haben wir an sich alles gemacht, was wir hier machen können. Und wir haben gebaut, Ich baue noch ein paar Sachen, die wir vorher noch nicht gebaut haben. Was ist das denn? Geil, warum ist da eine Zeit? Noch eine Kerzenleuchte, ja geil. Noch eine Leuchte, die nicht leuchten kann. Und dann müssen wir warten, bis es wieder Updates gibt. Ja, leider. So, ich habe jetzt auf unseren Tisch noch was gebaut. Der Tisch ist momentan irgendwie einfach so, da baue ich einfach alles drauf. Da wird einfach zugemüllt.
haben wir denn noch nicht gebaut? Uhr? Hast du eine Uhr gebaut? Nee, eine Uhr habe ich nicht gebaut. Okay. Wir brauchen mal Bolzen. Nee. Warte, habe ich nicht. Was macht das? Ein Fähnchen. Ein Wimpel. Ein Fähnchen. Ja, sonst haben wir echt alles gebaut, außer jetzt noch das eine Ding hier, die Uhr. Dafür brauchen wir Metall. Ich weiß nicht, ob wir noch Metall über haben. Muss mal gucken. Ach du Scheiße, ist das eine Challenge, wo alle Gegner schneller sind? Das kann gut sein, dass du so Constant Speed Modus hast. Ja, Constant Speed Modus und was mich jetzt gerade aber am ehesten ein bisschen besorgt, sag ich mal. Glas. Ist einfach, weil ich da oben einen Countdown habe. Sag jetzt nicht, das muss ich innerhalb von 15 Minuten schaffen. Was eventuell auch mal gut wäre für euch beide, die wäre es mit dem Spiel Half-Minute Hero Super Mega Neo Climax Ultimate Boy. Und wieder. Da wollte ich mich. Ist das ein Multiplayer? Ja, das, ich glaube nicht. Das Spiel Single, wollte ich mir Singleplayer auf jeden Fall mal angucken, oder zumindest den ersten Teil Half-Minute Hero. Aber ich glaube, das ist auch so Stressmanagement. Mm. Ist auch nicht so geil. Lieber was Gemütliches. Deshalb finde ich Raft ja gerade so toll. Du hast jetzt wirklich nichts mehr irgendwie an Metallerz irgendwo. Verbitten dich, meine Witze. Alter. Also du hast nichts mehr irgendwie an Metall irgendwo übrig, ne? Nö. Ich hab Schade. Nichts. Also wenn ich in der Metallkiste nichts mehr ist, dann... Nee. Ist auch nicht. Schmilzt die Kiste ein. Ey, sieht das merkwürdig für dich aus. Trägt er schön aus seinen Kopf. Du hebst das Ding einfach nur hoch. Mehr machst du damit nicht. So. Ja. Lifting. Lifting. Mein Rafting. Also ich wäre dafür, dass wir jetzt eine Insel noch finden. Und dann? Und dann noch Metallerz machen und dann noch die Uhr bauen. Dann haben wir alles gebaut. Das wäre so das Letzte, was ich noch so vorschlagen könnte, was wir an so Sachen so... Was man noch machen könnte, ja. Ja. Danach ist einfach so von wegen Bau, was man will. Ja, aber da wir ja soweit eigentlich alles gebaut haben... Ja, also jetzt ist es wirklich nur bau dir ein Wolkenkratzerboot. Ja. Hab Spaß. Und ich finde eigentlich, unser Boot ist jetzt gerade eigentlich schön. Deswegen, ich würde das nicht mal umändern wollen. Habe ich schön gebaut. Ja. Habe ich schön gebaut. Das hat dann Andy fein gemacht. Nee, aber ehrlich, ich hab den ganzen Mist heute mir als Ziel genommen. Ich wollte heute ein schönes Boot bauen. Jetzt ist hier oben nicht mehr rot. Ja, aber diese indirekte Beleuchtung ist immer noch mega cool. Mega geil und cool gleichzeitig zu sagen, es funktioniert nicht. Es gibt ein Shampoo, das heißt so. Ghoul Shampoo? Ja. Was? Das wird GUHL geschrieben. Das ist richtig scheißen teuer. Vor allem, wenn ich mal kurz. Ach, das, ja. Wenn ich mal kurz anmerken darf, ne? Wir haben jetzt. Wir überleben, Überlebenstag 25. Mhm. Es gibt ein Achievement, wenn du ein gesamtes Jahr überlebst. Alter, ja. Nee. Wer zur Hölle in his right mind? Suchtis. Es sind Suchtis. Ich sag mal, du kannst nach einem bestimmten Punkt kannst du einfach das Spiel anlassen und ab und zu einfach nur mal was zu essen zu dir nehmen, dann ist alles gut. Ich guck mal, ob wir irgendwo was in der Nähe haben. Hab ja ein Fernglas. Jo. Ah, geil. Man sieht nothing. Weil es dunkel ist wahrscheinlich. Oh ja, gib mir noch mehr Speed up, ey. Déjà vu, I just been in this place before. Ich linke dich aus und tributiere mich weg. Du, ich danke dir fürs Einschalten. Schön, wow, dass du da warst. Bis zum nächsten Stream. See ya later, einfach mal. Einfach mal in den Mond reinzoomen. Zoom? Alter, that's a nice moon, though. Oh, ich nehme mir jetzt mal den Ultrafisch, den du gerade Mein Lachs? Ja. Kannst du nehmen, meinen Lachs? Alter. Hab ich schon getan. Das ist a duck, though. Ich weine Popel! Ja, das ist sau das Gute. Bugatiers, Alter. Das ist voll super.
Aber die kleben am Gegner dran und machen halt konstanten Schaden. Nani! So, ja, wie gesagt. Schauen wir mal mit noch dem Fernglas gleich in die Sonne. Gute Idee. Here comes the sun. Oh, wieso leckt denn das gerade so extrem? Er stalkt die Ente. Ach, ich lege mich jetzt hin. Fuck it. He stalks the duck. Dann kann ich gleich wissen, mal in die Sonne. Nani! Little darling. Nice. Also für diejenigen, die ihre Augen mögen. Halten wollen, die gucken jetzt weg. Das Witzige ist, wenn du in die aufgehende Sonne guckst, passiert nicht mal was. Das ist einfach nur langweilig. Langweilig? Ja, so in etwa. Wahrscheinlich so, wenn die Sonne höher steht. Hier kommt die Sonne. Coca-Cola. Alter, Popel Overtime, Alter. Wow. Bringen wir was kaputt hier? Das hat nur 55% Gesundheit. Das Problem ist jetzt, wo du sagst, von wegen, wir bräuchten einfach mal. Was war das? Eine Schraube? Nee. Ja, hier so eine, einfach Metall, um eine Schraube zu machen. Bolzen. Ja. Brauchen wir entweder Metallbahn oder wir finden das auf einem Floß. Witzigerweise, wir finden hier aktuell weder Insel noch Floß. Floß habe ich vorhin eins gesehen, aber. Aber bitte, ich wünsche mir eine Sache, dass sie den Walk Cycle nicht umändern. Der ist so witzig. Man läuft einfach wie so ein Goblin. Okay, in die Sonne gucken ist Blödsinn. Oh, Hai greift an. Hai, Attack. Was? Pass auf, der rennt in meinen Speer. Alter. Vor allem, hätte ich gerade reagiert, weißt du, ich hätte ihm dann einfach den Pfeil wieder aus der Haut reißen können, während er abhaut. Das ist ein Raft. Ja, da ist ein Raft. Scheiße. Dadurch segeln wir da mal hin. Oh Gott, Lard. Und dann hoffen wir doch mal, dass da dann Bolzen ist oder Metall, wo wir einschmelzen können. Okay. Ja, ja, ich hab mir Oreo-Kuchen gebracht. Oh. Jetzt kratzt den Chemie-Scheiß raus und pack richtige Kekse rein. Ach, heul nicht rum. Das ist leckere Chemie, ist genauso wie Energy Drinks, ist leckere Chemie. Hier, guck mal, da ist das Endresultat. Na, ich guck sofort. Ich kann nicht, mein Explorer ist immer noch tot. Ja, so wie man sich einen Oreo-Kuchen, halt vorstellt, ne? Oh, lecker! Alex hat sich selbst einen Oreo-Kuchen gebacken. Das Ding ist, er war total flüssig, als ich ihn gemacht habe und kaum mal eine Stunde im Gefrierfach war das Ding sowas von fest. The fuck? What the fuck? Das Nana war halt der Hungerschrei von der Nana. Oh. So, das war Nana. Nana sieht gerade richtig hart den aufgebracht aus, Alter. Was? Ich hab gerade für einen kurzen Moment gedacht, so, wer hat den Säugling bei sich? Wer hat ein Baby bei sich in der Bude? Ich dolmetsch das mal ganz kurz auf von Nana auf Deutsch. Hunger, will haben, gib her. Ja, sie hat eigentlich gerade in ihrer Quietschestimme auf Englisch gesagt, I want some cake too, Vivitan. Hast du einen Bolzen? Das sieht echt lecker aus, Mann. Kein Bolzen, nur Schrott. Ich hab den noch gar nicht probiert, ich hab den gerade ausgepackt erst. Also aus der Form raus. Moment, wir haben zwei Winkkatzen, oh. Ja. Sehe ich gerade erst. Die eine habe ich letztens aneinander, dann können sie sich zu Tode winken. Das Ding ist, ich habe gerade so viel Doritos mit Käse-Dip gegessen. Ich habe solche Blähungen. Ich drehe gerade voll Kahn am Rad. Sag mal, trinkst du dein Fernglas gerade, oder? Das sieht oh halt mein so Gott! Ich kann dein Gesicht gerade mal ganz genau sehen. Ein Name. Oh, er hat einen Pfeil im Knie. Mensch. Okay, der steckt wirklich in mir. Und Pudding. Okay, jetzt habe ich zwei in mir. Drei eigentlich. Ohne das muss so Schokolade esse ich alleine. Ich esse ein, zwei Stückchen von Mousse Schokoladen, ich habe sofort Bauchschmerzen. Das Ding ist, das gibt's ja jetzt am Samstag, wo dann die Geburtstagsfeier von unseren Eltern ist. Und meine Feier. Und Nanas Feier da von ihren Abschied. Die machen ja alles zusammen. Da gibt's ja als Nachtisch dann einmal halt Mousse Schokolade und dann halt noch Mousse Vanilla. So. Ach, nach dem Schande.
und dazu halt dementsprechend die Soße. Und dann. Ja. Und dann gibt's auch noch Brownies. Selbstgemachte. Also, wenn ihr nicht mit Diabetes nach Hause kommt, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Und es wird gegrillt. Niemand kam nach Hause. Ich würde ja auf das Gegrillte zu. Au! Boah, ist beides nice. Ist gegeben. Ach Gott, so einen Mousse kannst du auch auf ein Steak schmieren. Wollen wir jetzt echt noch warten, bis wir eine Insel finden wegen der Uhr? Da gibt's doch bestimmt ein Achievement für. So, bestimmt, so von wegen, baue eine Uhr, so. Baue einmal what's alles. The time? What's the time oder sowas? Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Es geht mir nur gerade auf den Keks, das ist wirklich so der letzte Restmetall, den wir hatten, weißt du? Und vor allen Dingen, jetzt kommt nichts, weißt du, die ganze Zeit immer mal wieder so eine Insel an uns vorbei und jetzt, wo wir das Ende gefunden haben, ist halt gar nichts mehr. Right into the night. Wow. Was denn? Das? Da bin ich auch, wenn ich was nicht zu essen kriege. Du bist also jeder Gegner aus Isaac, wenn du nichts zu essen kriegst. Ja. Also kämpfe ich gerade die ganze Zeit gegen dich. Ja. Bist auch diese Belly-Buttons hier? Ja. Ja, wir wollten eigentlich nur noch jetzt gucken wegen der Uhr, dass wir die noch hinkriegen, aber... Na, irgendwie... Irgendwie... Das Problem ist, ich habe so einen Schmutzfleck auf meinem Bildschirm, der dann aussieht wie so eine Uhr, wie so eine Insel im Nebel. So eine Nebel in Draw Distance. Ja. So eine Insel im Nebel. Oh. No, don't do it, either, and I want to survive. Alter, von der Zeit her ist es auch total merkwürdig. Es ist immer noch hell, also schon 9:30. Das ist voll weird. Ja, ist so. Wann sind wir die Scheiße endlich mal los? Was? Ich oh, nice. Oh, du hast übrigens ein Achievement freigeschaltet, von wegen 10-mal den High killen. Hab ich wahrscheinlich schon vorher gehabt, weil ich ja vorher schon welche umgebracht hatte. Oh, okay. Da wären wir beim Highscore. Oh mein Gott, mein Arsch brummt. Okay. What the fuck? Wenn ihr das jetzt durchzieht, kann man euch nicht dafür verurteilen. Hat er bei dir auch? Okay, gut. Also, ja. Danke dir für den Bit. Da ist eine Insel. Was? Wo? Nordwestlich. Ist also kein Schmutzfleck auf meinem Bildschirm? Nee, ich hab da... Da ist eine. Nordwestlich von uns. Drauf zugesteuert, also. Wir fahren hin. Ich kann schnell versuchen. Ich habe jetzt auch keine Köder oder sowas. Ich habe jetzt nicht mehr irgendwie an Vorbereitung gedacht oder so. Selbst wenn du jetzt stirbst, macht doch auch nichts. Boah, macht doch nichts. Alex ist müde. Eigentlich nicht. Alex ist wach. Das Einzige, was ich heute gemacht habe, ich habe die Geschirrspüler ausgeräumt, habe den Kuchen gemacht, mir dann gedacht, ja, fuck, Gesundheit. Komm, jetzt habe ich zwei High-Köpfe in meinem Inventar. Wow. Double High Power. Double the Power, Double the Shark. Street Sharks. Planken, mehr Planken. Factorio wäre, glaube ich, zu kompliziert. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Das sieht super kompliziert aus. Das wäre auch nicht so was für mich, ich weiß nicht. Von mir aus nicht so geil aus. So, fahr mal so nah ran, wie du kannst. Ich sehe zu, dass ich irgendwie. Die Sache ist, ich sehe gar nichts. Also, das Haus ist im Weg. Eine Insel mit zwei Pferden. Um genau zu sein, ich lege einfach Anker, wenn ich es für richtig halte. Mach ruhig. Und. Danke, Little Eclipse. Jetzt zuletzt im Wasser, es ist eine dumme Sonne aus. Eisen. Bist du Eisen? Ja, Eisen. Nice. Einmal Eisenerz. Zweimal Eisenerz. Hier ist noch ein bisschen mehr, just in case. So. Ah, da. Ich sehe es. Okay. Bloß nicht los, ich bin nicht auf dem Boot. Das Boot dreht auch gerade durch, also. Ja, ich stehe im Wellengang. Hui. Wenigstens liest der eine, was ich schreibe.
Clips, alles gut. Alles gut. Moment, kann man jetzt. Wir sind so. Diesmal haben wir Anker gelegt und wir sind voll nah an der. Ja, weil der Anker an der Ecke ist. Ach so, stimmt. Deswegen also haben wir uns ja gesagt, wir sollen an beiden Seiten eventuell ein Dings. Oder an vier Seiten. Willst du jetzt echt nochmal da auf die Insel, Hilfe! What the fuck? Gier! Gier! Nee, mach die Uhr. Alter, die mobben mich! Ich arbeite doch schon dran. Mach die Uhr! Also warum soll ich die Uhr machen? Du willst doch die Uhr haben. Mach die Uhr. Wie macht die Uhr? Fuck ja! Fuck ja! Es ist 9.33 Uhr. What the... Andy? Ja? Was zur Hölle? Was denn? Der Haken-Gag, die da durch die Gegend. Nein. Vor allem, warte mal. Anker, der Anker ist geworfen, aber wir bewegen uns kein Stück vom Fleck. Ja, wahrscheinlich, weil ich es falsch gerade eingestellt habe. No, Inhaltvolumen ist leer. Du guckst Streams über Inhaltvolumen. Entschuldigung, aber darf ich dir sagen, dass du doof bist? Wieso machst du denn sowas? Und Uhr. Das macht man doch nicht. Weil wenn man doof ist, kostet doch alles Geld. Wo sind die Insel eigentlich? Sind wir gerade... Ach, da ist Insel. Keine Ahnung, irgendwie ist das Ganze hier vom Lag her jetzt auch irgendwann sehr schnell ziemlich krass geworden. So, ich pack die Uhr hier zu dir. So. Mein Gott, sieht die scheiße aus. Schön zu wissen. Naja. Ja. Ja. Okay, ich werde in diesem Run nichts mehr kaufen. So. So, also wir haben 26 Tage überlebt. Hier ist eine Ananas. Wenn ihr irgendwas spenden wollt, spendet es unserem Enten-Dämonen-Gott. Oia Janga, oia Janga. Uda Taka, Uda Taka. Honga. Ich muss nochmal für den Abschluss, sag ich jetzt mal, denn ich denke mal, wir sind mit dem Projekt durch. Ja, ich glaube, wir haben soweit. Jetzt wäre es wirklich nur noch bauen. Ja, und ich meine, wir haben an sich gebaut, was wir bauen wollten. Nochmal zur Ente. Wir beenden das Ganze bei der Ente. Bei der Ente. Und jetzt ganz Aber ansonsten seid ihr noch ganz dicht, oder? Ich hab Hunger. Ich auch. Ich meine, wir sind umgeben von Haien. Ich hab einen Hai auf dem Kopf, du hast einen Hai auf dem Kopf, du hast einen Hai im Arm. Hier ist einer an der Wand, bei dir ist einer an der Wand. Und Enten-Jesus wird uns retten, also. Was ich mich ja frage ist, kann man Sachen an der Außenseite vom Boot so dran bauen, dass man vielleicht den Haikopf an die Außenseite baut, der es dann irgendwie den Hai verscheucht, weil man denkt so, oh, das ist ein Hai. Ich glaube nicht. Man müsste eine Wand an die Außenseite hängen und dann einen Haikopf-Trophäe daran machen. Also ich würde sagen, wir sind fertig mit dem mit Raft und ich würde sagen, Ente gut, alles gut. Mhm. Wir haben das Ente gefunden, wir haben die Ente gefunden. Also manche sagen, die Wahrheit auf dieser Ölplattform herauszufinden, ist das wahre Ende. Ich sage, die Ente. DuckTales! Mathbite, vielen Dank für den Raid zum Ende. Aber das war's hier. Weil das Spiel hat jetzt nichts mehr, was wir machen könnten. Außer bauen. Ergo, aber ich schätze mal, trotzdem, wir werden uns hier dem Spiel nochmal widmen, falls Updates kommen. Größere Updates.
Also spätestens, wenn es Waffen gibt, werden sie ein zweites Floß anfangen. Jeder zieht seinen Wolkenkratzer um und den anderen bekriegen. Ich bin ganz ehrlich, so Multiplayer mit zwei Rafts wäre auch interessant. Oder einfach, dass das als Global Multiplayer oder so gemacht wird. Das wäre sehr interessant, wenn sowas mal gemacht werden würde. Wo hat der sich jetzt... Hier hinten. Hä? Achso, der hat einfach nur drauf rumgekaut und gemerkt, Alter, das shit doesn't work. Aber ja. Also, an sich, Raft ist nicht schlecht. Es ist toll. Es ist toll, also, ja. Also, im Multiplayer ist es definitiv einfacher, weil man jeder sich so ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren kann. Und übrigens, guck dir mal, was wir alles hier schon aus dem Ozean gefischt haben jetzt, zum Ende. Ich merke jetzt, dass wenn du rohes Haifleisch isst, dann verdurstest du daran. Oh. Leute. Ja, 18, 9, Alter. Ich meine, jede Ölplattform, ne? Mhm. Aber ich bin drauf gespannt, falls sie wirklich Updates raushauen, dass wir dann uns auf diesem Floß, auf unserem Heim wiedersehen. Yep. Aber soweit haben wir gemacht, was zu machen ist. Ja, also wir haben echt alles gebaut. Also ich bin durchs Inventar durchgegangen. Jeder von uns hat jetzt alles einmal gebaut. Natürlich hat jetzt nicht jeder eine Paddel und sonst solche Sachen gehabt. Aber wir haben auf diesem Boot einmal alles irgendwie gesehen bei jemandem. Ja. Also von daher. Genau, du hast die ganzen Leiterplatten und Empfänger und was nicht alles da gebaut, Batterienzeug. Dann, dass man die Kisten hier an die Wand nageln, also an die Pfeiler hat nageln kann, das ist super cool. Mit der Ablage hast du das gemacht, ne? Ja, das sind diese Kisten einfach. Die kannst du einfach, wenn sie leer sind, ja an die Pfeiler nageln. Ich dachte, du hattest diese Ablage benutzt, weil die gibt's ja auch noch. Aber die hast du ja oben hingebaut. Jojo. Aber die ist ja nutzlos. Ja. Also, ich glaube, da könnte man dann sowas wie Winkelkatzen oder die Ente dann da draufstellen. Ich meine, warte mal, das interessiert mich jetzt gerade nochmal. Kann ich? Ja, wow, ich könnte auch Kisten schlicht und ergreifend hier an Wände platzieren. Hm. Die kann man also überall hinpacken. Sieht aber eklig aus, mach da weg. Findest du, das sieht eklig aus? Ja. Ich habe gedacht, direkt für Setzlinge. Er ist schon wieder bei der Ente. Ich liebe aber diesen Schuh. Ich bin ganz ehrlich, der Schuh ist eine tolle Ergänzung, auch wenn er nicht besonders viel bringt. Denn weil du schon... Die Kerzen müssen leuchten und ja. Ja, also dass man sich irgendwie ein Feuerzeug oder so... Und natürlich das Wichtigste aller Features, das kommen muss, du musst die Ente als Hut tragen können. Oh ja. Bitte. Das wäre cool. Aber ja. Gruppenfoto. Gruppenfoto. Ein Foto von mir an der Brechstange und der Ente und dann eins von dir. Oh Mann. Was haltet ihr davon, wenn ich eine Runde Atom Mega Keys werfe? Wir gehen bis zu 8 Spiele gleichzeitig. Die Sache ist, wir wissen noch nicht mal, was das für ein Spiel ist. War kennt einer von euch Atom Mega?